Ganz Hamburg liegt hier dem allerwertesten Gast zu Füßen. Und doch ist es kein Platz, den man mit seiner Liebsten besucht. An diesen stillen Ort geht sogar der Kaiser nicht nur zu Fuß, sondern vor allem allein. Die Herrentoilette des Restaurants Klautz in den tanzenden Türmen. Man schweigt und genießt. Tiefe Ein- und weite Ausblicke. Bei den Damen nebenan ist nur die Fernsicht etwas weniger spektakulär. In der City das Restaurant Cebul, bekannt für seine österreichische Gourmetküche. Auch hier lässt es sich von gewissen Orten weit blicken. Für die Chefin der Gipfel an Tiroler Lebensart. Ich fühle mich total wohl hier. Mich freut es auch immer, wenn dann noch die Alpenmusik noch dazukommt. Und das ist einfach ein ganz großartiges Gefühl und man kann hier so herrlich entspannen. Wir haben Donnerbalken. Die Waschbecken sind den Kieselsteinen nachempfunden. Und wir haben eben auch eine Herzburg in Form von einem Handtuchhalter und einen Milchkübel als Papiereimer. Selbstverständlich erledigen auch die Mannsbilder wichtige Geschäfte mit alpiner Weitsicht. Andere Städten atmen den Geist vergangener Epochen. Dafür, dass das Hansa-Theater allerorts noch heute im alten Glanz erstrahlt, sorgt seit 3 Jahrzehnten Heinrich Köhler. Auch die 21 historischen Keramiken fallen in sein Ressort. Zur Information, in diesem Raum befindet sich die höchste Anzahl an Originalen in einem Raum in Norddeutschland. Berühmte Besucher hatte dieser Ort gleich reihenweise. Das waren dann bei den Herren zum Beispiel Kurt Jürgens, Theo Ling, Jan Vetter, Otto Walkes. Bei den Damen waren das Soraya, Heidi Kabel, Barbara Schöne, Olivia Molina. Die Liste ließ sie sich beliebig fortsetzen. Zurück auf die tanzenden Türme. Mit dieser Aussicht ist sogar ein nächtlicher Toilettengang ein traumhaftes Erlebnis.